Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Wir sind auf großer Mission. Du kannst einige hilfreiche Dinge außerhalb der Basis improvisieren. Drücke B, um mit der Erstellung zu beginnen. Denk daran, dass das Basteln ziemlich laut sein kann und in der Zone gefährlicher Ort ist. B, Bastelmenü, Handwerkszeug. Fallen? Fallen, Minen, automatische Waffen und auf Gegner. Umgebungsmodifikation. Die am richtigen Ort platzierten Maschinen wirken auf die gesamte Zone aus. Verstecken sie verlassene Orten. Monster und Soldaten werden jeden Tag versuchen, sie zu zerbrechen. Krass. Okay. Würde ich aber... Wie rüste ich denn meine Waffe aus? Habe ich die schon? Auf der 6 ist die. Okay. Einfach nur mal so. Fühle ich mich sicherer mit, muss ich sagen. So, wir sind auf großer Lebensmitteltour. Oliver haben wir ja in der letzten Folge auch losgeschickt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal. Ich würde jetzt erstmal den Objektscanner erstmal checken. Da ist doch schon was. Das sind Pilze. Ich nehme alles mit, was wir finden. Wir müssen natürlich auch vorsichtig losgehen, denn... Oh, hier ist Strahlung. Da steht jemand. Okay, na gut. Gehen wir erstmal weiter. Lebensmittelvorräte, ne? Wo könnten die sein? Ah, da oben wird schon was angezeigt. Okay, wir sollten uns an den Kompass halten. Trotzdem gucke ich mich natürlich ein bisschen um. Und in diese Zonen dürften wir, glaube ich, oder sollten vielleicht nicht laufen, wegen der Radioaktivität. Oh. Das Kreuz sieht ein bisschen aus wie aus Far Cry, was ist das, 5? Oh, Josef, ja war. Der gute Josef. Einerseits habe ich so ein bisschen Angst, hier lang zu laufen, muss ich tatsächlich gestehen. Weil ich weiß, das kann hier ratzfatz gehen, dass man hier auch stirbt. Und hier auch Kreaturen auf uns warten. 84 Meter. Hier ist was. Warte mal, hier. Ja, Restricted Area. Betreten auf eigene Gefahr. Boah, sowas ist ja cool, muss ich sagen. Also, das mag ich ja. Wenn du wirklich hier so Gebäude dann noch begehen kannst, die dann komplett leer sind und... Hier könnte was drin sein, würde ich mal reingehen. Hier 27 Meter, 26 Meter, das ist bestimmt das Gebäude. Auf der 6 war das, ne? Nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Licht war T? Nee, V? V. Hallo? Ein Apfel. Na, hallo? Hallo? Da. So. Elektronikteile. Sieht auch aus, wäre eine Anlage gewesen für den Reaktor oder so. Die Tür können wir nicht öffnen. Was haben wir hier? Schönes Zeitungsartikel. Ja, okay. Da. Da ich ja weiß, dass es auch ein Horrorspiel ist, habe ich so ein bisschen Muffen, dass hier irgendwas zwischendurch mal passiert. Das sieht so gut aus, ne? Wie gesagt, das ist nur auf Medium Gehört er zu uns? Reden. Ah, der gehört zu uns. Ich
Handeln. Handeln wir mal. Lass mal sehen, was hast. Verkauf 5 mechanische Teile für 4 Schrotpatronen. Verkauf 5 Chemikalien für 4 Gewehrmunition. Okay, das ist alles. Bis später. Okay, also haben wir hier einen Händler. Das ist ja witzig. Oh. Ich beklau dich mal. Der war da irgendwie am Suchen, aber das nimmt er nicht mit. Okay, gut dann. Angst, dass er uns gleich im Rücken schießt, weil wir die Teile ihm geklaut haben. Gut zu wissen, dass es ja auch Händler gibt. Okay. Na dann. Oh, was ist das denn? Ah, das ist draußen. Okay. Da ist auch noch was. Die auch noch mitnehmen. Kräuter. Boah, ist das cool, hier lang zu laufen. Ich mag ja so Lost Places. Wo man sich dann selber so halt vorstellen muss, was muss hier gewesen sein, was war hier früher und so. Wie das alles so noch voller Leben war. Cool. So. Da ist auch noch was. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Da es soll auch noch irgendwas im Gebäude sein, also laut Fragezeichen. Gucken wir doch mal. Da gehen wir gleich gucken. Wir werden ja, denke ich mal, hier nochmal rauskommen. Hoffe ich, sagte er. Все будет хорошо, Игорь. Ich spreche mit einer Puppe. Zeit zum Psychiater zu gehen. Ignorieren einfach. Ты ошибаешься, Игорь. Черный сталкер тебе не враг. Он тебе поможет. Он знает, где Татьяна. Только... Дай ему найти себя. Aber wenn er unser Freund ist, warum hat er dann auf uns geschossen? Oh, halt einfach die Klappe, schweige. Großartig, die schicke Puppe. Vielleicht ist es keine schlechte Idee. Ich spreche mit einer Puppe. Was kann Schlimmeres passieren? Может, это не такая уж плохая идея. Он идет, Игорь. Он уже так близко. Wir haben XP bekommen. Ich habe soeben mit einer Puppe gesprochen. Großartig. Kommen wir hier auch rein? Nein, okay. Das war's dann schon hier in dem Gebäude. Ich dachte, man kommt da noch ein bisschen mehr. Aber anscheinend nicht, okay. Gut, hier war glaube ich noch irgendwas da. Ich nehme alles mit. Da drüben ist auch noch was. Hier ist irgendeine Suppe. Help! Help, help! Help! I need somebody! Uah! Wie gruselig! Die Puppen sind hier die größte Verschwörung. Das, was ich sagen darf. So, ich nehme noch eben schnell die Sachen hier vorne mit. So, warte. Hier. Und hier. Kanister. Das können wir ja alles brauchen. Ressourcen ist halt ein ganz großes Thema. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Mission dann geht, ob man... Da müssen wir noch rein. Wie kommen wir denn da rein?
Ich weiß nicht, ob wir die Mission dann irgendwie abschließen müssen oder ob wir einfach zurückkehren müssen dann oder wie das läuft. Okay. Aber wie kommen wir denn da rein? Der Glockenturm läutet. Das Gebiet ist ja größer, als ich dachte. Ach du Heiliger. Ich glaube, wir kommen von hier aus da rein. Noch kann ich nicht scannen. Jetzt gleich kann ich wieder scannen. Aha! Wäre ich doch glatt dran vorbeigelaufen. Zu essen haben wir nur einen Apfel gefunden. Der wird nicht ausreichen für uns. Nicht, dass wir noch hier den Kannibalismus anfangen, weil wir nicht genug Essen haben. So. Aber wie kommen wir denn unten? Oder ging es unten noch weiter? Nee, hier waren wir ja noch gar nicht drin. Wie kommen wir denn da rein? Oder gab es hier eine Treppe? Hier war ja der Verkäufer, ne? Gab es hier eine Treppe? Kamen wir denn nach unten? Sag mal. Okay. Da geht's doch irgendwie rein, oder? Da muss doch... Das muss doch möglich sein. Das sind Räume, die will ich alle erkunden. Anscheinend nicht. Gut. Ich guck trotzdem erstmal hier. Weiß, wir müssen da hinten lang. Was leuchtet denn da grün? Oh, was ist das denn da? Da leuchtet was grüne Waffe oder so. Alter. Wie geil einfach. Wie das Gebäude einfach mit dem verknüpft ist, mit so einer Brücke. So, hier gehe ich rein. Ist das so eine gute Idee? Was ist das denn für ein grüner Nebel? Ich meine, wir haben eine Gasmaske auf, so ist ja nicht, ne? Oh. Links war gerade ein Symbol, habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen, ne? Seht ihr, glaube ich, nicht. Mach mich mal kurz weg. Oh, aua. Da habt ihr das gerade gesehen. Okay, also hier sollte ich vielleicht nicht lang. Das, ja. Aber wie komme da hin? Ja, das will ich alles haben. Oh, da ist Munition, Alter, und Waffen. Wir müssen da unbedingt rein. Kann ich hier nicht einfach... Nö. Ich frage mich, ob man da hier später reinkommt in das Gebäude. Weil da sind ja auch Ressourcen drin. Da oben auch. Das war aber damals nicht gewesen. Also zumindest kann ich mich entsinnen, dass wir auch so eine Gegend erkundet haben. Und dann, da war aber... Aber da kommen wir hier rein. Nein, ich will da rein. Verdammt. Wir müssen einen Eingang finden. Irgendwie werden wir hier schon einen Eingang finden. Was ist? DJ Blackman oder was? Und was ist das da? Hey DJ Blackman. Sag mal, wie wir hier reinkommen. Ah, hier. Einfach durch die Tür. Alter. Oh Gott. Wo ist die Musik hin vor allen Dingen? Was sind das? Schemenhafte Gestalten. Erstmal gehe ich mir jetzt die Waffe holen, bevor ich jetzt irgendwie was hier erkunde. Das ist ja creepy.
So. Wie komme ich denn da hin? Hier ist eine... Das ist ein Fahrstuhl. Das muss da sein, ne? Nein, wir brauchen Dietrich. Dieser Abschnitt setzt einen bestimmten Gegenstand voraus. Du kannst versuchen, den Gegenstand an der Handwerksstation herzustellen. Oh, warte mal. B. Baubar. F. Handwerksstation, ne? Feldworkshop. In diesem Workshop kannst du Gasmaskenfilter, Panzerplatten bauen. Feldwerkstatt, Bissenmacher, Toolset. Kannst du deine Waffen mit Hilfe bereits solcher Upgrades anpassen? Also, Toolset ist praktisch, wenn du keine Munition mehr hast, ermöglicht die Erstellen von Munition. Ah, wo baue ich denn, mit welcher Bank baue ich denn Dietriche? Wenn du keine Munition mehr hast. Das ist, dieser Workshop kannst du platzieren, einen Schutz-, Gas-, Maskenfilter und Panzerplatten herzustellen. Büchsenmacher-Toolset. Toll. Wow. Magazin, Abzug, Lauf. Das war es schon mal nicht gewesen. Ich habe einfach mal eine Kiste hingebaut. Mist. Kann ich das auch abreißen? Schrott. Okay. Also kann man sogar tatsächlich auch in Gebäuden bauen. Wir brauchen einen Dietrich. Vielleicht finden wir den, ja? Den Bürger Lars. Boah, da gibt es eine Schrotflinte. Wie geil. Vielleicht gehen wir mal zu DJ Blademan. Mal gucken. Vielleicht hat DJ Blademan ja irgendwas für uns. Erste-Hilfe-Set. Ich höre schon seine Musik wieder. Oh, die Wodkaflasche schwebt in der Luft. Auch schön. Ah ja. Okay, hier ist, glaube ich, der Zwischenflur, ne? Ja, alles klar. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Da oben ist auch noch eine Kiste. Hallo, Blademan! Ты чё, новенький? В смысле новенький? Ага, новичок на районе. Ich bin überhaupt geworden. Was ist? Ich lebte hier, bevor er überhaupt nicht geboren wurde. Bestätigen. Ich habe keine Lust, meine Vergangenheit diesem Typen zu erklären. Раз сюда пришёл, так уважай наши правила. Братва Припяти всем тут заправляет. Я сам из братвы Припяти. Усёк? Да, да. Думаю, усёк. Ну вот и слава. Уже начинаешь мне нравиться. Только запомни одну вещь. С братвой Припяти шутки плохи. Der Typ scheint, es scheint der Typ zu sein, der weiß, wer hier unterwegs ist. Plaudern, schauen wir mal, was er in der Straße zu erzählen gibt. Handeln. Plaudern. Тяжкие времена настали для братвы Припяти. На станции явно что-то мутят. Эти гондоны из НАР носятся, как в жопу ужаленные. Плохо для бизнеса. Еще этот стрёмный хмырь в черной маске охотится на каких-то бедолаг. Только клиентам... Seine Kunden? Короче, я рад, что он на меня не охотится. Ты можешь мне помочь, друг? Я ищу одну девушку. Ее зовут Татьяна Амалиева. Татьяна? Ого, прекрасное имя для настоящей красавицы. Даже пахнет красотой. Слышь, а фотка есть? Нет, нету. Была, но... Жаль. Нет, я о ней не слыхал. Твоя девушка... Бакла. Okay. Okay.
Lass mal gucken, was du hast zum Handeln. Что-то про торговлю говорил. Что предлагаешь? А не знаю. Как так? Что значит не знаю? Да вот так. Я продаю коробки с добычей. Не открывал. А не знаю, что внутри. Коробки с добычей? Это вообще законно? Ты, новичок, не тебе тут вопросы задавать. Сделка проста. Один паёк за одну коробку с добычей. По одной коробке в день. Ты новичок, так что я дам тебе одну коробку бесплатно. На, это тебе. Ну, на пробу, так сказать. Гостеприимность братвы Припяти. Только для тебя. Kiste mit Beute haben wir bekommen, okay. Мне пора. Удачи тебе, друг. Ты весельчак, я погляжу. Ist also die Bruderschaft hier mit seiner Technomucke. Öffnen. Na. Ich öffne, aber es passiert nichts. Okay, ist gar nichts drin. Okay, also er hat also so Lebensmittelvorkommen oder so Kisten halt einfach, die halt... Ja, da müssen wir mal schauen. Jetzt gucken wir natürlich erstmal oben, was oben ist. Gut, schon mal zu wissen, dass hier auch normale Überlebende sind, in Anführungsstrichen, oder halt so Stalker. So, vielleicht kommen wir ja... Oh mein Gott, da sehe ich schon wieder eine Flinte. Oh mein Gott, vielleicht kriegen wir ja mal irgendwie eine Waffe hier. Eine vernünftige nochmal, so ein Gewehr oder so. Es geht noch weiter nach oben. Da ist schon wieder die Puppe. Alter, lass das! Gott sei... Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun! Die packe ich mal wieder schleunigst weg. Alter, diese Puppen, ne? Was ist denn für eine Zelle? Alter. Aber ich mag das Erkunden hier, muss ich tatsächlich sagen. Ich mag das so mit diesen abgerissenen Tapeten, mit diesen, ja, so diesen kaputten Sachen alles und so. Ich bin da ein großer Freund von so Lost Place Sachen, also mag ich. Oh, Nahrung. Revolvermunition. Ja, Silverset und dreimal Brot. Juhu. Könnte sein, dass es das gewesen ist, was wir brauchen. Wir brauchen ja Nahrung. Hier ist noch ein Treppenaufgang. Alter. Ich sag ja, die Puppen sind die größte Verschwörung hier. Warte mal, unten war doch noch eine zweite Tür, oder? Wie gruselig, die Puppe plöppt da einfach auf. Habe ich gerade im Augenwinkel noch gesehen. War eigentlich noch eine zweite Tür? Ah, hier. Okay, die können wir nicht benutzen. Pass auf, dann gehe ich hier mal nach oben. Hinten werden wir ja wahrscheinlich nochmal runterkommen. Ich scanne nochmal die Gegend. Oh! Fernseher und Bild an der Wand. Oh, das ist ja ein toller Fernseher. Das ist wahrscheinlich Kunstraum oder so. Oh, hier kommen wir bestimmt nach drüben. Ins andere Gebäude. Oben. Müssen wir gleich mal gucken. Da muss ja so ein Durchgang sein. Ich fühle mich gerade mega sicher. Ich bin mir aber... Boah, ich das so sehe, ne? Stalker wird so gut, der zweite. Ich bin so gespannt. Hier ist die Treppe, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Aber hier oben ist jetzt gehen in Leere, muss man einfach sagen. Da ist schon wieder die Puppe. Geh weg, ich hasse dich! So. Dann lass uns mal hier drüben gucken. Ja, das ist die Brücke. Nice. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier noch ein paar Utensilien. Da drüben sehe ich noch was Schönes leuchten. Komme ich hier? Ja, nice.
Das ist unten an dem, an der Gasanlage. Hier kommen wir aber nicht raus. Ah, diese Musik dabei. Komme gerade voll, als würde ich gerade Last of Us in der Ego-Perspektive spielen. Was? Was war hier? Hier war doch gerade irgendwas, oder? Ah, okay. Wir brauchen die. Wir brauchen unbedingt Dietriche. Ratte am Spieß. Lecker. Können wir machen. Was ist das denn da? Ach so. Blätter, die durch den Schrank ragen. Ja, schade. Kommen wir, glaube ich, zu der Waffe da drüben gar nicht hin. Und hier ist der Fahrstuhlschacht, ne? Oh Gott. Da können wir runter, theoretischerweise. Die Theorie. Ah, wie schön. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einmal einen Folgenstopp. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Dann werden wir weiter die Gegend erkunden. Hier bei Chernobyl Light. Und dann seid ihr wieder dabei. Also, macht's gut. Tschüss.